Ja, moin und schönen guten Tag zu einer neuen Folge LS17 hier bei Tante Ilse in Losberg. Ja, wir sind hier immer noch am Drillen wie die Weltmeister, aber ich komme jetzt im Moment nicht weiter, mein Pott ist leer und ich muss erstmal eben am Hof die Drille wieder voll machen. Ich gerade sehe hier 59 Liter noch Sprit drin, da können wir nämlich auch gleich mal eben voll machen dann. Ich war nämlich erst schon los und habe ein Fuder Saat geholt. Meine Ilse hat er den mal Fritz bestellt, muss er ja, ne? Sonst kommen wir auch nicht weiter hier. Da munkelte sie irgendwas noch vom Maisrunner. Ich sag, Tante Ilse, ich sag, lies sie lieber zu, sag ich, bei dem Wetter heute noch, wenn du das noch irgendwie hinkriegst oder was. Ich meine, von mir aus, ja, dann lass den Kram liegen hier, dass wir hinten die Fetzen abdreschen, ne? Das kann ruhig noch ein paar Tage stehen, hier ist noch nicht ganz reif. Ja, nee, da muss auch eine Erde. Ich sag, jeder Tag zählt oder was. Ja, wir wollen denn auch Mais drillen und so. Ich sage, womit willst du denn Mais drillen, sag ich. So, du glaubst doch wohl nicht ernsthaft nicht, dass ich jetzt da die Körner einzeln in der Erde stecke oder was? Ich sage, das ist aber irgendwo gut, du. Ne? Ein bisschen mehr ausholen hier. Da muss ich was einfallen lassen, ne? Ich meine, passend zu diesem Ding gibt es ja noch eine Maisdrille. Muss ich das Ding holen? Was hier denn los? Hänschen auch schon? Oder nee, was war? Karl-Heinz, ne? Alle am Mittagessen oder was? Hm. Ja, Tante Ilse? Ja, Saat habe ich geholt, siehst du doch. Guck da aus dem Fenster. Ja, habe ich. Ja, nee, Mais noch nicht. Maissaat. Nee, die muss noch bestellen. Stand da nicht bei. Ich habe ja nicht mit Fritz geschnackt. Nee. Ich muss voll machen. Ich habe nichts mehr. Zusehen, dass wir den Kram in Erde kriegen, das Wetter ist gut. Mittagessen? Nee, du jetzt nicht, dann stell mir was weg, dann mache ich mir das heute Abend warm oder was. Da habe ich jetzt kein Tito, du. Karl-Heinz ist auch da, ja, das kann ich mir denken. Sänzchen, wir sind auch da zum Mittagessen, aber ist nach Hause gefahren. Muss da auch noch was machen. Ja. Ja, ich kann mal eben die alte hinten rausholen. Das ist noch Hafer bei, ja. Ich bin da noch am Hafer drillen, ja. Ja, dann haben wir die ganze Ecke fertig da hinten. Die großen Flächen. Wolltest Mais reinhaben? Ja, dann musst du Mais bestellen. Haben wir nicht. Nö. Ja, ich meine, dann lass Karl-Heinz erstmal essen oder was weiß ich. Ich mach das dann, ich esse heute Abend oder irgendwie. Ich schaff das jetzt nicht. Wir sollten lieber zusehen, dass wir nachher noch dreschen. Dass wir die 14 noch runter kriegen. Ja. Ja, ruf da an und wenn du noch Mais drillen willst die Tage, dann sieh zu, dass du eine Maisdrille kriegst. Oder, ja, weiß ich nicht, Steffens, weiß ich, keine Ahnung, wie du das machst. Ich tanke jetzt, hast du Diesel bestellt? Ja, dann wird das wohl knapp, du. Ich lasse auf. Ja. Ja, ich brauche jetzt. Da ist nicht mehr viel drin. Und in den 3, 12 auch nicht mehr. Ich fahre jetzt tanken und dann fahre ich wieder auf dem Acker. Und drill weiter. Ja, dann soll Karl, wenn Hänschen kommt oder was, dann soll Hänschen kommen, kann er weiter drillen. Ja.
Dann grubber ich, dass wir die Maisecken fertig kriegen, die Maisecker. Ja, kann ich machen. Ja, ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist. Ja, ruf da an bei Raiffeisen oder irgendwo. Bestell, Diesel. Sieh zu, ja, tschüss. Mann, ne. Ja, wie will sie das denn machen, ne? Guck, die Kohle machen da oben. Das sind ja 300 Euro für Sprit. Saat hat sie gekauft, 166.000. Wollen sie noch Kühe kaufen? Wie viel? Denn 5 Stück oder was? Fasel ja auch irgendwas von, dass dem jetzt die Tage die Kühe kommen sollen. Viehhändler hat den Kram zusammen, also nicht alles, aber ein Teil, ne? So, ja, dann mal zu. Ich sag's noch nicht mal Futter. Ich sag, muss zusehen hier. Mähen, Heu machen und. Ich sag's nicht mal Mähwerk. Gar nichts. Dann schnack ich mit Steffen, sagt sie. Ich sag, ja, dann macht das Mann, sag ich. Ich sag, auf Dauer, das kannst du dir aber nicht erlauben. Ich sag, wie willst du das denn abdecken? Sag ich, die Kohle, jährlich oder monatlich, sag ich, wie auch immer. Was sie hier womit vorhat, da bin ich mal gespannt, du. So wenig ist das ja gar nicht, ne? Sollte man den Silo fahren oben? Also irgendwie so eine neue Technik hätten sie da oder irgendwas. Ich sag, naja, so, dann lass mich mal überraschen, du. Was das für eine Technik ist. Ja, Steffens hätte da was Neues und mit dem hat sich auch schon geschnackt über Fritz und so, ne? Und sei ja dann mal zu, mein lieber Mann, du. Hafer, abgehalt, Jung, los, Gas. Dann haben wir den ganzen Kram hier durch bis da hinten hin. Auf diese Flächen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, will sie da Mais rein haben. Na gut, ist die hier noch ein bisschen größer, ne? Man kann ja den Kram noch nehmen und am Dorf weitermachen gleich. Das hat nämlich auch was drin. Die Lütten Placken da. Kann sie wieder was in die Hafer, Weizen, irgendein Kram rein da, ne? Raps lohnt da auch nicht. Da kriegst du auch nicht mal einen Korntank mit vom Drescher voll oder was. Hat sie mir nicht erzählt, wie viele Kühe die kauft oder was, ne? Aber dass sie welche gekauft hat, das Fakt jetzt. Da bin ich mal gespannt, echt. Muss er sich dann mit dem ollen 312er muss er sich Gedanken machen. Die Kiste, die auch nicht mehr lange. Kann sich höchstens zur Not noch irgendwie, weiß ich nicht, paar Teile gebrauchte besorgen oder so. Die Grünen müssen aus der Erde. Wo kriegen wir einen Roder her? Steffens. Ich glaube, der hat einen. Ich lasse ja hier irgendwie rumroden sehen, hier bei den anderen. Muss er den fragen. Oder kostet auch alles wieder Kohle. Ich weiß nicht, wo der Geld hernehmen will.
Alleine wenn die jetzt, die hat nicht kein Silo, nix. Das muss ja auch erstmal gern, ne? Kauf mal was dazu, sagst du. Ich sag, ja, hast mal geguckt, was das kostet? Sag, meine Herren, ehrlich, du. Den jetzt schon wieder. Ich war doch gerade um den Hof. Haha. Schluss. Oh, doch nicht. Ja, Tanilse. Das meiste abbestellt, ja. Diesel auch. Kommt heute Nachmittag. Gut. Ja, ja, natürlich wird auch Zeit, ne? Ich hab den hier gleich fertig, ja. Hafer, was du gesagt hast. Wie hast du nicht gesagt? Natürlich hast du Hafer gesagt. Hier ist jetzt Hafer drin. Ja, hin an Schuppen da. Und der davor auch, glaube ich, ja. Und davor ist Weizen und Gerste. Ja, hast du, was ist denn mit der Drille? Da kommt Fritz heute Abend und dann? Ich wollte hier passen für so ein, gibt so ein Ding. Hast mal auf dein Konto geguckt hier? Da geht mich gar nichts von an. Ja, ist ja gut. Alles klar. Ja, ja, ja. Mach du das. Ist in Ordnung. Ja. Bloß wenn du da Mais reinhaben willst, dann solltest du den bald legen. Ja, weißt du selber. Ja, gut. Aber mit der Hand gehe ich da nicht bei. Das kannst du abhaken. Und mit so einem Murkskram auch nicht. Dafür sind die Flächen zu groß hier. Mittlerweile. Ne? Ja, musst du wissen. Ja, klar. Ja, dreschen. Für morgen machen. Ich weiß gar nicht, was du alles vorhast, ey. Zum Dings, zum Kaffee kommen heute Nachmittag. Und dann kann ich warm essen noch eben vorweg. Muss ich gucken, wie das schaffst du. Das kann ich dir nicht erzählen. Ja, wenn das klappt, dann komme ich. Wie sieht das aus mit den Flächen am Dorf? Was willst du da rein haben? Ja, einmal die, ich weiß jetzt nicht die Nummer, aber die größere da hinten, die bei BGR gegenüber ist. Da kann Mais rein, gut. Ja, dann musst du dir Mais-Dings holen. Aha. Wie, hast du mit Chris angeschnappt, mit Bürgermeister? Und? Kannst verkloppen. Ja gut, das wird natürlich was schaffen dann. Ja, und den hier? Ja, du hattest doch irgendwas mit Steffen beschnackt, oder was? Ach so, das klappt, weißt du noch nicht. Ja, und denn, was willst du damit machen? Vielleicht bei BGH. Ja, du, musst du wissen. Du schmeißt also alle 5 Minuten über Kopf deine Pläne hier. Ja, ich will das nicht. Keine Ahnung. Ja, mach wie du denkst. Ja. Ich versuche herzukommen um 3, ja? Ich habe jetzt erstmal mal die Wanne voll hier. Und wenn ist ja noch. Hier, Hafer und Kram haben wir noch. Hafer, Gerste, Weizen, habe ich alles mitgebracht. Oder Stamm bei Fritz, wollen wir so sagen, ja. Ja. Ich lasse hier jetzt gleich Hänschen kommen. Ja, ist gut. Ja, dann fange ich noch eben los zum Grobbern gleich. Ja, seht zu, bis nachher. Ja, tschüss. Oh Mann, ich weiß selber schon nicht mehr, was noch los ist. Los, Hänschen, weiter.
Das fummel ich gleich, dann gehe ich auf den Hof und schnapp mir das Loch stehen. Den und setz den an. Nee, Karl-Heinz, lass ich nicht drillen. Wer weiß, was da rauskommt. Nee. 124. Boah, das ist nicht mehr viel. Scheiße, auch noch ein bisschen Rinder. Brauchen wir. Scheiße, was ist jetzt denn los? Ach, die Uhr. So alle. Naja, der soll ja kommen heute Nachmittag. Bin immer gespannt. Den grummern wir oder eggen die Ecke weiter da hinten, den ganzen Kram. Da müssen wir noch einmal rund um zu dahin, glaube ich. Fertig gepflügt haben wir ja auch noch nicht. So, eben um Theo. Wenn der Karl-Heinz nachher Zeit hat, kann der weitermachen. Immer rauf und runter hier. Flügen, das hat er ja recht gut hingekriegt hier, ne? Also, vielleicht habe ich ja noch Chance, nachher den ganzen Kram nochmal eben abzudreschen da hinten. Dann haben wir das Wesen drin, ne? Jo, wie spät ist denn das? Lager 1, wie man noch hat, die Arbeit davon. Ja, gut. Hinten ist fertig und Karl-Heinz sitzt immer noch am Fressen, mal was. Mann, ey. Vielleicht kann ich da ja noch ein bisschen knechten. Oder gar keine Zeit zu. Zeit, du. Ackern bis zum Umfallen, du, echt. Die scheucht einen aber auch, ne? Hier, die scheiß Bohnen, die müssen auch noch schwellen sie sich gerade. Dreschen, Alter, das ist noch richtig was los hier. Das ist ja noch richtig Fläche. Aber die ganzen Bohnen, da kann man erstmal zusehen, die hat auch noch was im Lager, jede Menge. Was weg kann. Karl Heinzelmann. So, auf geht's, Jung.
Oh Leute, ich sehe schon wieder, Zeit ist um. Wir grubbern und ackern hier dann noch ordentlich weiter, damit wir was in die Erde kriegen und wieder was Neues kommt. Nächste Ernte wird mit Sicherheit besser. Aber ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch alle das nächste Mal wieder begrüßen darf hier bei Ilse in Losberg. Denken wir schon, ne? Oder woanders, wollen wir gucken, was dann noch so einfällt. Zu tun ist überall was. Und hin müssen wir auch über mal gucken. Aber bis dahin, bleibt alle gesund und seht ho, bis nächste Mal. Tschüss, euer Watcher.